Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS20 hier auf der Pioneers Map. Jawohl, die Felder sind alle gemäht, gepflügt und gedüngt. Heißt, wir müssen jetzt endlich den Kalk aufs Feld bringen. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Kalk benötigt dafür. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und dann würde ich gerne noch ein paar Feldwege anlegen, also Feldzu- und Abfahrten und vielleicht noch ein paar Wege neben dem Feld entlang. Das ist so das Programm für heute, würde ich sagen. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Hier steht auf jeden Fall schon mal alles bereit. Ich habe ein bisschen Kalk vom Shop geholt. Ist einsatzbereit. Ich muss sagen, dieser Toyota ist der Hammer. Der ist mega. Damit kannst du super geil rumfahren. Der ist voll beladen. Der federt hinten ein. Aber der fährt noch. Also, ne, seine Hochbeinigkeit ist echt gerechtfertigt. Und das funktioniert super. Also wirklich, ohne Quatsch, echt ein geiles Fahrzeug. So, da hier schon Kalk drin ist, würde ich sagen, pesen wir erstmal los. Machen wir Freiwände oder nicht? Wäre eigentlich nicht verkehrt, oder? So. Oh, fängt gleich an zu regnen. Warte mal, da müssen wir vielleicht mal im Kalender gleich mal schauen, wenn denn die Sache hier vonstatten läuft. Besser gesagt in der Wettervorhersage. So. Zeigt doch mal her. Was ist denn hier Phase? Regen? Wann denn? Um 20 Uhr kommt erst Regen. Naja, hallo, da sind wir doch schon lange im Bett, oder? Wir haben starke Überlappung, aber es könnte gehen. Hoffe ich mal, sage ich mal, denke ich mal. Ja? Machen wir den ersten Acker erstmal schön. Dann brauchen wir nämlich hier bis zur Aussaat erstmal nichts mehr machen. Dann kann theoretisch der Kalk richtig schön einwirken. Wäre bald besser, wenn man den unterarbeitet. Wenn wir jetzt nochmal drüber grubbern oder so, wäre wahrscheinlich besser, oder? Machen wir aber nicht. Ha! So. Guck mal, der Düngerstreuer ist nämlich fast leer. Wir können aber hingehen und überkippen oder überladen. Warte mal, wie war denn das? Ist man das selbstständig? Eigenständig? Warte mal, wie geht denn das hier bei dem Ding? Ah ja. Ein übelst geiles Fahrzeug, oder? So, und jetzt haben wir wieder volle Hütte und können durchziehen. Na, fahren wir nochmal ein bisschen rüber, dass wir hier volle Arbeitsbreite auskosten, so gut wie es geht, und Action. Ihr könnt mir vorstellen, wir werden sehr, sehr oft mit Kalk nachfüllen dürfen. Heißt, wenn der hier fährt, sind wir wahrscheinlich nur dabei, Kalk ranzuschaffen. Aber machen wir nicht allzu oft. Dürfte theoretisch jetzt nicht so ein Problem sein, oder? Jetzt ist die Frage, wenn wir die Arbeitsgeschwindigkeit oder die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen, müsste der Durchsatz theoretisch auch sofort höher werden oder nach oben schnellen, oder? Wobei. Na, wir lassen das mal. Ich weiß ja nicht, Kalk, alle drei ernten das mit Kalk, ne? Und er nimmt automatisch hier raus, so wie es aussieht. Also wir bräuchten jetzt nicht nachkippen oder so, sondern... warte mal. Wenn wir hier hingehen in die Einzelkorntechnik, da haben wir hier vorne... leider nicht die Möglichkeit, Kalk einzufüllen. Schade, sonst hätten wir vorne auch noch was anbauen können am Traktor. Dann hätten wir noch mehr Range Extension. Ja. Okay. Aber ist trotzdem sehr, sehr cool. So, wir laden mal über, was wir noch drin haben. Das war nur noch ein kleiner Schluck, aber hey. Ich mag das Gerät. Ich bin sehr fast bereit, an dem Gerät das Füllvolumen zu erhöhen, dann wäre nämlich echt klasse. So, wir ballern hier mal fleißig raus. Können wir hier die Ausbringbreite verändern? Theoretisch ja, aber wir wollen ja flächendeckend arbeiten. So. Wird eh nicht reichen, ne? Wir werden hier gleich auf dem Trockenen stehen. Aber dann haben wir die erste Ackerfläche fast fertig. Mit einem Umriss, also ne, Fläche fehlt auf jeden Fall noch. Eventuell müssen wir mit einem LKW so ja Kalk ran schaffen.
weil mit einem Pickup, das könnte sehr viel Fahrerei werden. Ne? Schauen wir mal. Und es ist alle. So, dann Pickup. 16.300 Liter haben wir hier noch. Und ich glaube, beim Shop stand auch noch was rum. Guck mal, wie geil der hinten einfedert. Na, also sieht nicht aus, als würde er auf Block laufen, wenn er irgendwo fährt oder so. Sondern funktioniert. Also die Federung ist top. Und mit den Reifen und alles, der hat eine geile Optik. Ich mag das Ding. Da habe ich, naja, keine Mod-Vorstellung zu gemacht. Wollte ich eigentlich noch machen, ne? Ja, ich warte halt noch auf eine coole Mod, dass wir da mehrere Sachen zusammen vorstellen können. Unter Umständen ist er dann hier auch mit dabei. So, wir befüllen erstmal die ganzen Vehikel. Ja, wir können ja so mit einem großen Kalkstreuer daherkommen und befüllen, aber ich finde die Kombi, die Gerätschaften-Kombi hier halt cool, weil das Ding wäre halt einsetzbar mit jedem Düngerstreuer theoretisch. Und du kannst halt Kalk und Dünger damit fahren. Du kannst optional auch nur den Düngerstreuer nehmen. Ich finde, das ist eine feine Sache. So. Ey, warte mal, passt da alle rein? Nee. Würde mich sehr wundern. Wie viel waren da? 11.700 oder sowas? Ja, okay. So, dann fahren wir damit mal so weit, wie wir kommen. Jetzt haben wir hier eine abenteuerliche Ladungssicherung. Aber hey, ja, Hauptsache ist dran. So, die drei Säcke, die kriegen wir hier locker flockig wieder eingeladen, wenn wir hier 3 Meter erfahren sind. Ach komm schon, jetzt sei doch nicht so. Der Helfer hat starke Angst vor seiner Umwelt. Ja, okay. Das Ding ist, wir hauen hier halt übelst viel Kalk raus, dafür, dass wir nur den linken Streifen brauchen, so ein bisschen hier. So sei es. Was willst du machen? So, dann Abfahrt. Ziemlich cool eigentlich. Also ganz ehrlich, bin ich ein Freund von. Hätte ich mir nicht so cool vorgestellt, sag ich euch ganz ehrlich. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. So, was sagt die Karte? Mit der Fläche müssen wir auch locker ein bisschen weiter. Ja, guck mal. Wird doch langsam. Ihr flücht es, ihr kalkt es, dann müsst ihr das ja hier. Okay, gut, ihr mulcht es jetzt nicht, weil war halt noch eine Start zum Mulchen. Theoretisch. Oder hätten wir das krass mulchen können? Ach, keine Ahnung. Stimmt, wir hätten. Naja. Doch, hätten wir bestimmt, oder? Wir hätten bestimmt das Gras, was wir da im Met hatten, auch irgendwie mulchen können oder so. Aber selbst wenn wir hier einen Ertragbonus von 98% und nicht von 100 bekommen, dann ist das schon echt okay. Ich habe gerade die Füll, der verbraucht hier jetzt gerade mehr wie da drüben. Ich kann mich auch täuschen. So. Einmal umdrehen. Und ich würde sagen, wir pesen mal schon mal mit dem Pickup daran, oder? Weil wird eh gleich Nachladebedarf herrschen und dann sind wir nämlich am Start. Ja, mit dem Bäumchen hier war ich mir nicht so sicher, ob der da steht und gut steht oder ob er da schlecht steht. Aber ja, wenn der Düngerstreuer da vorbeikommt, dann steht er da wohl gar nicht so verkehrt. Dann könnte das ja klappen. So. Wäre cool, wenn man jetzt beim Fahren überladen könnte. Warte mal, wir fahren mal hier raus. Generell alles voll mit Kalk, dann vergammelt uns die Karre ruckizucki. Das ist nicht so cool. So, da würde eh sowieso gleich sagen, dass er leer ist. Wir steigen da mal lieber ein, weil sonst macht er gleich Motor aus und alles.
Und wobei 3000 sind noch, hä? Ist ja krass. Okay. Ich muss ehrlich sagen, da kommen wir doch weiter mit, als ich ursprünglich vermutet hätte. Ist jetzt nicht schlecht. Wenn wir das alles mit unserem kleinen Kalker da gefahren hätten, eieiei. Das hätte aber, das hätte lange gedauert und vorhin, na wobei, warte mal, wir sind immer noch auf dem ersten Feld. Noch sind wir nicht raus aus der Nummer. Aber die Arbeitsbreite ist schon unschlagbar. So, ein Stück zurück. Und Nachschub kommt. Oh, toll, dann hätten wir da stehen bleiben können. Naja. Problem ist, wenn wir den jetzt befüllen und der fährt, dann ist der Rucksack wieder leer, weil hier sind nur 6400 Liter drin. Andersrum, 4600, Entschuldigung. Heißt, wir müssen uns eigentlich sputen, dass wir beim Shop schnell laden und wieder hierher kommen. Oder wir lassen uns den liefern. Aber abholen ist, glaube ich, cooler. So, zack und zack. Okay. Dann müssen wir uns damit gleich auf den Weg machen. Und hier schmeißen wir erstmal einen Helfer rein. So. Der macht Sachen, bis er wieder leer ist. Und wir pacen mal schnell zum Shop und holen Nachschub. Bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht nicht so einen Anhänger mitnehmen sollten, dass wir dann noch mehr aufs Feld drauf kriegen. Unser Ballenanhänger. Da können wir doch ordentlich drauf laden. Wäre ja an sich recht praktisch. Also Kalk müssen wir sowieso kaufen. Ne? Mehr als genug. Ausreichend und in Hülle und Fülle brauchen wir sowieso immer. Sag mal, ruckelt das mit einer Aufnahme? Gerade die gefühlte Bild kommt da nicht so hinterher, wenn wir hier durch den Wald fahren. Was ist denn da los? Weil bei mir hier auf dem Hauptmonitor, da läuft alles saftig. Oh Gott. Das wäre jetzt noch. Die Grafikkarte hatte gerade einen ganz schönen Ausschlag gehabt. Jetzt geht aber wieder, okay. Jetzt kommt wieder hoch. Ja, es sind halt viele Bäume und so ein Quark, schnell zu berechnen beim Vorbeirasen. Wir brauchen bloß dieses Anhängsel da vorne. So, und dann hängen wir da ganz viel Kalk hinten drauf. Und dann pesen wir wieder los. Die Ankuppelhöhe kommt hier einigermaßen hin. Oh ja, wird schon klappen. Abfahrt. Der sieht echt hochbeinig und stockelig aus, der Wagen. Aber der fährt sich echt nicht schlecht. So. Beim Helfer ist Kalk, alle. Jetzt müssen wir uns beeilen. Die Uhr läuft. Tick, 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 tick. Wir müssen los. Da gerade voll Bock drauf. Ich habe da richtig Lust, hier rumzukalken und so Sachen zu machen. Dann haben wir die Ackerflächen nämlich fertig. Wie gesagt, ich würde gerne noch ein paar Feldwege anlegen und so. Bis wir dann da an die Aussaat gehen können, aber erstmal Kalkuftfeld. So, da stehen noch zwei Säckchen. Die nehmen wir natürlich noch mit oder wollen wir gleich dazu kaufen? So viel wie geht. Kalk, Kalk, Kalk. Kein Platz, das ist ja schlecht. Okay, dann nehmen wir erstmal die weg, die wir hier zu stehen haben. So. Licht an. In die Knie, wie wir gelernt haben. So. Und dann würde ich aber erstmal den Pickup beladen. Das ist natürlich blöd mit dem Anhänger dahinter. Heißt, wir müssen hier ein bisschen nachfassen und schieben. So. Ich glaube, wenn wir von ein bisschen weiter weg rangreifen, dann ist es ja nicht schlecht über einen Anhänger.
So. Guck mal, wenn wir das so. Jetzt hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock, alles hier mit einem Radlader oder Frontlader oder so zu verladen. Deswegen ist Superkraft gerade bei sowas echt mega praktisch. So. Wir sehen nicht, machen wir da 6 auf dem Pickup oder hauen wir da noch mehr drauf? Ich glaube, wenn wir den Anhänger voll knacken, dann ist er auch schon bedient, oder? So. Dann packen wir mal. Hoppala. Sollten wir vorsichtshalber vielleicht schon mal ein Go dran machen? So, zum Beispiel? Beim Pickup theoretisch auch, aber... Ja... Müssen wir hier halt immer hin und her rennen und den drauf schmeißen? Da ist der andere ja nicht festgegotet da gerade gewesen. Oder hat er nur getäuscht? Der konnte sich doch gerade noch bewegen, oder? Hm, mysteriös. Wer weiß, wer weiß. Bin mal gespannt, wie weit wir mit dem Kai kommen. Ich denke mal nicht allzu weit. Deswegen wäre liefern lassen vielleicht bald die bessere Variante gewesen. Aber nun ja, so sei es. Das ist noch lange nicht alles. Wir brauchen noch viel mehr. Weil wir haben ja noch 2 Felder und da wird noch richtig viel drauf gehen. So. Oh, der geht ja schon runter hinten, ne? Dann müssen wir den Anhänger noch mal ein bisschen entlasten. Da muss mehr auf der Räder rauf. Ein Gurt und ein Gurt. So. Hier haben wir noch 2. Ja. Jetzt hängt der ja schon durch, der Kollege. Krass. Okay, wir nehmen noch mal 8, oder? So viel wie je hinten ruf auf dem Anhänger, dass wir da ein bisschen die Deichsel wieder entlastet kriegen. Ich sehe da zwar wenig Chancen, dass es klappt, aber mal gucken. So, vielleicht noch einen da hinten drauf irgendwie. Das wäre natürlich cool. Irgendwie über das Eck mit Angoten. Guck mal. So, dann würde ich jetzt hier hinten versuchen, noch mehr Ruf zu packen. Über der Achse. So. Wieder ein bisschen Last auf dem Hintern vom Anhänger kriegen hier. Ah, wobei. Sah gerade recht schwierig aus. Wird doch nicht wirklich besser, ne? Aber ich will die 3 hier jetzt noch mitnehmen. Den schmeißen wir da noch hin. Und so wie es aussieht, kommt die Collie langsam zum Vorschein, dass die da auch keinen Bock mehr drauf hat. Weil, ne? Langsam wird es ein bisschen kriminell hier mit der Sackware. So, und den letzten. Okay, dann haben wir wieder vor der Achse. Naja, was willst du machen? So. Spanngurte, Spanngurte. Na dann. Abmarsch. Oh, die Federung, ey. Die macht so viel wett. Und guck mal, wir können immer noch lenken. Geile Karre, auf jeden Fall. Wieder abenteuerlich, was wir hier machen, ne? Geil. Ich glaube, hier lang ist kürzer, ne? 52.000 Liter Kalk. Das ist eine Menge. Hat der Pickup schon zu fummeln hier, aber der schafft es. Und der Anhänger, der macht da sowieso mit. Ne, der ist ja Koma gewohnt. Wir hätten noch den LKW beladen können damit. Der hätte das vielleicht so als Ladegut nehmen können. Ah, verdammt, siehst du, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit gewesen. So, mit der Bremse hat er leider nicht so. Ich hatte gerade echt Angst, dass er umkippt, der Kollege. Aber...
Er zieht saftig durch hier. Der stört ihn gar nicht. Sehr cool. Ich mag das Auto. War, glaube ich, die richtige Entscheidung, den einzutauschen gegen den anderen. Haben wir wenigstens einen schönen neuen Lastenesel hier. Und der macht seine Sache recht gut. Wollen wir erst den Anhänger leer machen oder wollen wir erst den Pickup leer machen? Ich glaube, wenn der Pickup ein bisschen Eigengewicht behält, wäre das an sich ja nicht so verkehrt, oder? Oder wir gucken einfach, was passiert. So, wir fahren so weit wie die durch. Warte, oh, hier auf dem Feld fährt er nicht mehr so prall. Okay. Voll machen. Ideal, von wo er die Säcke wegnimmt. Idealerweise würde ich ja bevorzugen, dass er die von vorne, von der Deichsel nimmt, aber bei meinem Glück wahrscheinlich nicht. Nein, er nimmt sie von hinten, war ja klar. Jetzt nimmt er von vorne. Sehr, sehr cool. Also mit der Ladung kriegen wir den Acker auf jeden Fall schon mal fertig. Wie gesagt, wenn ich jetzt das rote Ding den in der XML den Füllstand noch mal ein bisschen nach oben schiebe, dann kommen wir noch viel weiter damit. Okay. Er nimmt aus der Mitte raus, ne? Okay, dann dürfen wir die Gurte nicht abmachen, weil dann bleiben alle Säcke eigentlich an Bord. So, der ist voll. Dann fahren wir damit mal beiseite hier. Und dann kann der Spaß mit der Pudergeschichte weitergehen. So. Da ich absolut keine Ahnung habe, wo der das nächste Mal hier wieder benötigt wird, lassen wir einfach hier stehen und legen los. Da sind jetzt zwei kleine Fleckchen, die nicht... Weil ich bin nicht zurückgefahren, ne? Ich habe jetzt einfach wieder reingedrückt. Ja, müssen wir mitleben. Weil eigentlich stören mich diese kleinen schwarzen Pünktchen, die da jetzt gerade wieder entstehen. Aber ist auch wieder meckern auf hohem Niveau. Was willst du machen? Ist ihm die zu schwer? Nee, der Helfer fährt immer so langsam, ne? Ist so ein riesen Wenderadius wie in der großen Arbeitsbreite. Was natürlich geil wäre, wenn er jetzt hier immer hochfährt und zurückkommt und fertig wäre. Das wäre cool. Dann könnte man nämlich gleich aufs nächste Feld losjagen. Und so wie es aussieht, ist es auch der Fall. Guck mal, Arbeitsbreite da. Ausbringmenge, wenn wir die jetzt noch ändern könnten bei Kalk, cool. Könnte man nämlich schön anpassen und was einsparen. So. Kalkorowski, da geht's ab. Ich weiß ja nicht, ich glaube, jede dritte Ernte ist Kalk ran, ne? War das so? So war, glaube ich, im 19er. Jede dritte oder jede fünfte Ernte war Kalken nötig. Ihr könnt mir vorstellen, dass es hier genauso ist. Voll geil. Dieser Anhänger, mega. Genau dafür wollte ich den haben. Und es funktioniert so super. Da müssen wir gleich mal gucken mit der Ausbringmenge. Ich glaube, das konnte man hier einstellen, ne? Oder war das bei Dünger? Bei Kalk bin ich mir gerade nicht sicher. Doch, können wir. Arbeitsbreite ändern. Reicht jetzt so? Ne, ist noch zu breit. Ist zu schmal, oder?
Ja, das ist so schmal. Na toll. Dann lassen wir das so. Dann haben wir noch eine leichte Überlappung, aber wir sparen theoretisch ein bisschen was ein, weil wir nutzen theoretisch nur das, was wir wirklich brauchen an Arbeitsbreite. Oh, na toll. Der Helfer, der haut wieder volle Kanne raus, ne? Geil. Also müssen wir das alleine fahren. Danke, Spiel. Vielen Dank, liebes Spiel. So. Der Herrscher hat befohlen, aber du machst was anderes, das ist ja klar. So. Guck mal, wie schön das geht. Okay, geht halt immer noch sehr viel raus, aber theoretisch müssten wir damit den Acker locker fertig kriegen. Wäre auf jeden Fall sehr begrüßenswert und wünschenswert. Ist ja schön, die haben hier auf das Geflüchte, ne? Also, der springt und tanzt dann schon rum. Ja. Guck mal, dann arbeiten wir ja noch selber heute. Das hast du ja auch nicht oft gesehen. Guck dich das an. Du kannst ja bei den Dingern wirklich die Teilbreite einstellen. Also, das funktioniert ja. Ist jetzt nicht ausgedacht, sondern das funktioniert ja wirklich bei den Dingern. Das ist der Hammer. So. Wenn wir jetzt ganz penibel werden, könnten wir jetzt auch nochmal hingehen und alle kleinen schwarzen Pünktchen nochmal nacharbeiten. Das machen wir auch. Weil das hier hinten, das taucht nachher auch auf der Karte auf. Und das ist mir dann immer ein Dorn im Auge. So, Problem gelöst. Und dann pesen wir hier drüben weiter. So. Okay, siehst du wohl. Dann machen wir hier mal wieder die Arbeitsbreite nach oben. Dann füllen wir nochmal nach und schicken den aufs nächste Feld, Freunde. Oder wollen wir schnell die Feldzugänge noch malen? Weil Kalken kann ich ja nebenbei immer noch machen. Komm, lass mal machen. Dann haben wir heute nicht nur mit Kalk rumgefummelt, sondern noch was Sinnvolles gemacht. Und dann nehmen wir uns hier so ein bisschen Dreck und dann machen wir das viereckig weg und machen das ein bisschen auf rund. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mit ran. Ohne dass wir hier Ackerfläche zerstören. So, legen wir uns hier einen schönen Zugang. Und dann kommen wir hier schon mal aufs Feld drauf. Dann können wir die gleiche von mir jetzt hier in der Mitte auch nochmal machen. So. Und hier hinten natürlich auch. Schön vorsichtig, dass wir hier keine Feldtextur zerstören. Jetzt ist die Frage, also wir kommen jetzt an drei Punkten auf das Feld rauf. Warte mal, das machen wir hier vorne auch erstmal. So. Und hier hinten. Bis da. Okay, dann haben wir erstmal Zugang zu allen Feldern. Die Ecke hier, die war mir zu doll. Dann machen wir das gleiche hier nochmal. Von mir ist hier in der Mitte auch. So. Und, naja, aber da ist die Mitte, ne? Aber hier dann auch nochmal. Okay, jetzt ist die Frage, wollen wir hier nur Wege anlegen oder nicht? Müssen wir uns ausrichten? Problem ist, der geht hier Berg und Tal, hoch und runter. Dann würde ich hier aber wieder Feldwege malen wollen, wenn denn. 90 Grad wäre nicht schlecht. Ja, perfekt. So, und dann pesen wir mal hier lang. Ne, machen wir schön geradlinig. Ich hoffe nur, dass kein Baum im Weg. Noch haben wir
die erste Spur, das ist noch nicht so schlimm. Können wir uns entscheiden, ob links oder rechts rum. Schauen wir mal, haben wir jetzt hier einen Baum im Weg gehabt? Ja, theoretisch ja. Dann würde ich sagen, gehen wir hier lang. Da, dichter am Feld lang. Dann kommen wir ein bisschen vom Baum weg und sind nah am Acker. Und ich hoffe, die Fahrspur ist nicht zu breit, was wir jetzt gemacht haben. Den Grünstreifen in der Mitte. Und dann würde ich das hier rumlegen, dass wir hier auf dem Acker raufkommen. So. Na? So, dann kommen wir hier auf Feld drauf. Und ja, hier hinten wird sich dann halt ergeben. Machen wir das bei allen drei Feldern so oder machen wir das nur hier? Ich bin mir da gerade noch nicht so sicher. Weil ich glaube, hier wollte ich auch einen Weg haben. Hier hinten war aber die Pinie im Weg, ne? Das Ding. Na, dann müssen wir da außen rum. Das wäre ja cool an sich. Müssen wir uns nur wieder einordnen hier. Na komm schon. 90 Grad, da sind sie. Und Abmarsch. So, Obacht, das Ding kommt hier gleich irgendwo. Da ist er. Gehen wir hier wieder zurück. Ist das zu breit? Das ist okay. So ist okay, glaube ich. Machen wir uns hier einen ganz schmalen, kleinen Feldweg rein, wo wir dran langfahren können. Dann malen wir uns das hier noch ein bisschen schöner, dass wir hier vernünftig rauf und runter fahren können. So. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einmal rum um die Pinie. Und jetzt sind wir aus dem Winkel raus, müssen wir uns nochmal neu suchen. Ist relativ dicht. Ich hoffe, wir kommen da lang. Warte mal, da müssen wir hier ein bisschen ausladender machen. Ja, je nachdem, mit was wir hier lang fahren, mal ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler. So, jawohl. Okay, dann brauchen wir wieder. Was haben wir hier? 270 brauchen wir. Perfekt. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch ein Baum. Jetzt haben wir uns nämlich auch von den Streifen her festgelegt. So. Ja, so, Abfahrt. Also ein ganz kleiner, einfacher Feldweg, das reicht mir schon. So. Das sieht ja nicht so schlecht aus, oder? Kann man mal so lang fahren. Und dann, wie bei den anderen auch hier drüben, rauf auf die Ackerfläche. So, ein bisschen Grünzeug da lassen, perfekt. Jetzt hätten wir noch ein Feld. Wollen wir das da genauso machen oder wollen wir das da so lassen, wie es ist? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Und das wäre hier vorne. Aber... ich glaube, hier will ich gar keinen Weg haben. Wo ich aber vielleicht noch einen Weg haben wollen würde, das wäre nämlich von der Auffahrt zur Brücke hier rüber. Ja, das machen wir noch. So, da malen wir uns hier eine schöne Kreuzung rein. Und dann gehen wir hier mit einem kleinen schmalen Weg immer rüber bis zur Wasserbrücke. Bis an diese Wegkreuzung hier vorne. So, genau. So, dann haben wir hier ein schönes Wegenetz und dann dürfte das eigentlich funktionieren. Ja, ich würde jetzt, wie gesagt, hier noch zu Ende kalken, die beiden restlichen Felder. Und dann sehen wir uns, glaube ich, wieder, wenn wir hier Bäume pflanzen. Oder soll ich hier selber aufforsten? Bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall machen wir das noch. Vor dem Winter wäre schön, weil wenn wir dann vorspulen, dann haben die Dinger schon mal ein bisschen Zeit zum Wachsen. Ja? So, auf jeden Fall, Freunde, Kalk funktioniert, einbeinfrei. Wir machen die Felder schön, wir müssen hier wie gesagt noch Bäume pflanzen und hier hätte ich gerne noch eine große Fahrzeughalle. Wenn wir schon mal da sind. Hallen, da haben wir derart viele. Ich hätte vielleicht einfach an was ganz Einfaches wie sowas gedacht.
Na? Da passt viel großer Krempel rein. Das wäre zu groß, auf jeden Fall. Aber zum Durchfahren wäre an sich auch nicht verkehrt. Das ist ein riesen Oschi hier. Oh, der hat aber kollisionstechnisch auch ein paar Probleme hier. Ne, den wollen wir auf jeden Fall nicht haben. So ein Ding wäre halt cool. Aber ist teuer, ne? Das passt hier vom Stil nicht rein, leider. Irgendwas mit Solar wäre schon nicht schlecht. So ein Ding haben wir halt schon. Ne? Wäre an sich angebracht bald, aber haben wir halt schon. Und ich habe hier so viele Mod-Ordner, ey. Wahnsinn. Hier wäre noch so ein cooler Unterstand eigentlich. Die finde ich auch nicht schlecht. Kriegst aber nicht so viel untergebracht, weil du hast halt mit dem Fachwerk da sehr stark begrenzte Durchfahrhöhe. Ja. Ja, und dann wird schon langsam dünn. Wir haben hier echt viel Krempel. Wahnsinn. Die Dinger sind halt cool irgendwie. So, was haben wir beim Kuhstall schon zu stehen? Dann habe ich hier noch... Ah, oh, die sind mit Solarpaneele. Ah, die sind sehr flach. Müssen wir mal gucken. Also irgendwas in die Richtung. Vielleicht doch... Naja, das wäre schon echt geil hier. So eine fette Halle. Die gibt es auch noch in fetter. Da kannst du ein Flugzeug drin parken. Aber eigentlich, warum nicht? Warum nicht so ein dicke Ding? Guck mal, die ist nämlich gar nicht so teuer. Und dann hört schon auf. Okay. Machen wir uns Gedanken beim nächsten Mal. Ne? Wahrscheinlich werden wir da ein bisschen Halle bauen und aufforsten. Ich werde jetzt hier noch zu Ende kalken. Und wir sehen uns dann, wenn es hier weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, mach keinen Quatsch und rein hauen.